Mama wohl diesmal vergessen hat. Was? Luisa, du bist zurück? Ja. Ja, wir hatten mit Tanja und einer hektischen Suchaktion gerechnet. Handy, Schlüssel, du weißt schon. Ah. So, bis heute Abend. Tschüss. Ciao. Okay, also wieso lungerst du jetzt schon wieder hier rum? Naja, ich habe einfach meine kleine Schwester total vermisst. Ach so. Und wieso wirklich? Okay, könnt ihr die Klappe halten? So wie du als Lenny hier heimlich gepennt hat? Komm, das war was anderes. Ja, los, hau raus. Ich. Tolle Lösung. Mann, Luisa, wenn du wirklich in Eisenach bleiben willst, dann musst du mit Mama reden. Sie hasst Lügen. Ja, ich weiß, das habe ich letzte Woche schon gemerkt. Ich denke halt, ich muss irgendwas vorweisen, einen Vertrag oder so. Hey, Leute. Hey, na? Hey. Coole Mütze. Wo hast du die her? Mein Vater mir aus New York mitgebracht. Nice. Steht dir. Danke. Hey, wollen wir später ins Kino? Klar. Kommst du mit, Luisa? Ich dachte eigentlich nur wir zwei. Ja, ich habe eh keine Zeit. Ich hätte Zeit. Das ist aber schade. Komm, die in 2 Stunden wirst du auch ohne mich überleben. Bis später. Wir sehen uns zu Hause. Ciao. Ey, sag mal, tickst du noch ganz richtig? Hä? Du hast gerade meine Schwester angemacht. Bist du jetzt eifersüchtig oder was? Gesprochen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du hier bleibst. Ich aber nicht. Von mir aus kannst du gar nicht schnell genug zurück nach Berlin. Ist das dein Ernst, Lotte? Bist du immer noch eifersüchtig wegen heute Nachmittag? Du nimmst mir Lenny bestimmt nicht weg. Mit deinem dämlichen Ehre, dass ich dir mal nutzen darf. Hey, na, wie war's? Was? Kino, gestern? Ist gecancelt worden. Stattdessen Diskussionsalarm. Ah, darauf stehen wir Männer ja so richtig. Ja. Männer! Kindische Dummschwätzer trifft's wohl eher. Warte, hör doch mal auf. Was kann denn Paul dafür? Willst du jetzt oder sofort nach Hause? Dich doch mal ab, was ist denn los? Du hältst mal ganz schnell die Klappe. Und du, raus! Ich bin dann mal wieder weg. Warte, jetzt lass doch mal reden, bitte! Über was? Was du total übertreibst? Der arme Kerl weiß doch überhaupt nicht... Ah, jetzt verteidigst du ihn auch noch? Meine Güte, Lenny ist mir doch scheißegal. Es geht um Mama. Du mobbst mich total hier raus. Ja, weil man mit dir nicht zusammenleben kann. Kannst du dir überhaupt vorstellen, wie das ist ohne Mutter? Siehst du? Weil du immer schon bei Mama warst. Das ist nicht fair. Kannst du es vielleicht lassen? Ja. Lenny ist aber auch nicht ganz ohne. Ich weiß. Ich lass ihn auch noch schmoren. Gut. Ist denn zwischen uns wieder alles okay? Ja. Ich zieh trotzdem nicht wieder zu dir. Aha, Schmusekurs. Versteh die Richtung. Frauenversteher, oder was? Ach, übrigens, es gibt gute Neuigkeiten. Ich habe die Stelle im Krankenhaus.